Der Wecker klingelt, wie immer viel zu früh. Ich schrecke auf. Was? Schon aufstehen? Jetzt wäre es doch noch so kuschelig warm im Bett. Die Versuchung ist groß. Wecker ausmachen, sich umdrehen, weiterschlafen. Der Advent beginnt. Wie immer viel zu früh. Ich schrecke auf. Was? Sich vorbereiten auf die Ankunft Jesu? Jetzt wäre es doch noch so gemütlich im Trott des Alltags. Die Versuchung ist groß. Weghören, nichts zur Kenntnis nehmen, weiterschlafen. Stehe ich auf? Dieses Gedicht von Ulrike Altherr fasst eigentlich das zum geflügelten Wort gewordene »Jo, ist schon wieder Weihnachten« zusammen. Aber mal ehrlich, Corona-Zeit, Advent und Weihnachten in dieser Zeit, wozu soll ich eigentlich aufstehen? Ich kann doch nicht auf den mir so lieb gewordenen Weihnachtsmarkt gehen, ich kann mich nicht mit Freunden zum Glühwein treffen, keine Nikolausfeier, keine Weihnachtsfeier im Betrieb, kein adventlicher Abend, auch nur im kleinsten Kreis, mit Freunden oder Verwandten, keine schönen Adventslieder singen, ja nicht mal Stille Nacht, Heilige Nacht, o du Fröhliche, ist möglich an Weihnachten selbst. Soll ich den Wecker nicht besser ausmachen und weiterschlafen? Advent fällt halt dies Jahr aus, nichts zu machen? Wenn überhaupt in dieser Zeit ein Hauch von Chance liegt, dann vielleicht, dass wir uns auf das Wesentliche von Weihnachten, auf das Wesentliche des Advents besinnen können. Worauf kommt es eigentlich an? Was ist eigentlich der Grund dieser Zeit? Es ist die Entscheidung Gottes, Mensch zu werden, hier auf die Erde zu kommen, wirklich unter uns Menschen zu leben, als Mensch unter Menschen. Und das ist die Wirklichkeit Gottes. Im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, heißt es über Jesus: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer die Tür aufmacht, werde ich bei ihm eintreten und mit ihm Mahl halten, und er mit mir. Gott ist also wirklich da. Er steht vor der Tür unseres Herzens und will bei uns eintreten. Die Frage ist, lasse ich ihn rein? Dann, wenn ich ihn einlasse, kann ich auch wirklich Advent und Weihnachten so feiern, worauf es eigentlich ankommt, den eigentlichen Kern dieser Zeit, nämlich dass Gott bei uns sein will. Und er ist auch jetzt da, in dieser Corona-Zeit, zu Advent und Weihnachten.